verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin kein Konsumverweigerer. Aber bei mir geht es vor allem um Energieeinsparungen. Ich strenge mich ungern an. Rechnen Sie das bitte mit. Bei der Sommerhitze zuerst ins Auto setzen und zum Supermarkt fahren. Dann ein paar Kästen Cola oder Fanta einpacken. Und anschließend diese Kästen in den Keller tragen und dies bei 36 Grad Celsius, 12 Flaschen mal 1 Liter sind schon 12 Kilogramm. Da kommt man schnell ins Schwitzen. Und nachher wieder in den Keller wegen diesen Flaschen 18 Stufen hoch und runter laufen. So viel Energieverlust, dies ist nichts für mich. Es geht eigentlich wesentlich einfacher. Man geht 10 Schritte barrierefrei ins Garten, holt 2 Äpfel und eine Rose. Dieses Gewicht von nur 200 Gramm trägt man leicht zur Küche und legt es in den Topf. Gibt ein bisschen kochendes Wasser und ein bisschen Zucker dazu und das Weiß abkühlen lassen und fertig ist das erfrischende Sommergetränk. Insgesamt 200 Gramm gegen 12.000 Gramm. Ist das nicht das bessere Ergebnis? Keine anstrengende Kraftübungen. Noch besser schmeckt dieses Getränk mit Lavendelblüten. Alles aus eigenem Garten und definitiv bio. Und noch ein Plus, ich muss keine Brille anziehen, um die kleine Schrift lesen zu können. Wenn Sie ein Glas schön dekorieren möchten, können Sie mein anderes Video mit essbaren Blumen aus dem Garten nur als Beispiel anschauen. Mit Lavendel gibt es viele Gourmet-Rezepte. Lavendel findet besonders oft Verwendung in der italienischen, französischen und spanischen Küche. Lavendel hat das beste Aroma, wenn bei der Ernte mindestens die Hälfte der Blüten geöffnet sind. Übrigens, der Schnitt schadet dem Lavendel nicht. Wenn man über den Garten spricht, ist vor allem wichtig zu zeigen, dass ich nicht nur alles nehmen, sondern auch geben will. Ich teile mit meinen Pflanzen gerne alles. Ein Schaschlik für mich und meine Gäste und die Asche für die Pflanzen. Alle fühlen sich glücklich dabei. Der Garten ist für mich nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben.